fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, es ist noch ganz früh morgens. Heute habe ich mich schon morgens um 5 Uhr auf die Socken gemacht, um das Tier zu finden, um das es heute geht. Damit es aber auch wirklich klappt, habe ich mir sicherheitshalber ein paar Glücksbringer mitgebracht. Schaut mal, ein Hufeisen, ein Kleeblatt und ein Glücksschweinchen. Es wäre mir aber lieber, wenn ihr mir zusätzlich auch noch die Daumen drücken würdet. Sicher ist sicher. Der Vogel, um den es heute geht, wird auch Vogel des Glücks genannt. Das heißt, das ist eigentlich noch ein Glücksbringer und es kann gar nichts mehr schiefgehen. Es geht um den Kranich. Schaut mal, sieht der nicht toll aus? Bis jetzt habe ich leider weit und breit noch keinen Kranich gesehen, außer, logisch, den hier auf dem Bild. Echte Kraniche soll es in der Gegend um den Plauer See an der Mecklenburger Seenplatte geben. Und hier habe ich mich mit Günther Nowald verabredet. Er ist der Kranichexperte in Deutschland. Hallo, ja, hallo Anne. Toll, dich zu treffen. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Du kannst mir heute Kraniche zeigen. Davon gehe ich aus, ich hoffe es. Und warum müssen wir so früh los? Ach, ganz klar, die Kraniche sind Frühaufsteher wie wir, weil morgens noch wenig Störungen waren. Das heißt, da können sie noch beruhigt fressen. Später im Laufe des Tages kommen immer mehr Menschen, immer mehr Fahrzeuge und dann verdrücken sie sich lieber in die Deckung. Das wäre schlecht für Günther und seine Mannschaft. Die wollen nämlich heute Jungkraniche beringen. Bevor es jetzt so richtig losgeht, gibt's für euch die ersten tollen Infos. Der europäische Kranich ist der größte Vogel bei uns und misst von Kopf bis Fuß bis zu 1,30 Meter. Breitet er seine Flügel aus, dann hat er eine gigantische Spannweite von bis zu 2,45 Meter. Alles ist lang an ihm. Seine Beine, sein Körper und sein Hals. Sein Gang ist stachsig, genau wie beim Storch. Deshalb gehören auch beide zur Familie der Schreitvögel. Erwachsene Kraniche haben graue Federn. Nur an Hals und Kopf haben sie ein schönes schwarz-weißes Muster und eine rote federlose Platte. Das ist ein Schönheitsmal und soll Kranichkumpels anlocken. Aber ihr eindrucksvollster Schmuck ist die Schleppe. Das sind die Federn der Flügelspitzen, die über dem kurzen Schwanz herabhängen. Sind Kraniche aufgeregt, wird die Schleppe buschig aufgestellt. So erscheinen sie größer und mächtiger. Mächtig laut sind auch ihre Rufe. Wie Trompetenstöße hören die sich an und sind auch noch in 2 Kilometer Entfernung zu hören. Ich bin gleich mittendrin statt nur dabei. Mit an Bord sind neben Günther und mir auch noch Xavier aus Frankreich. Und Anne, die brauchen wir gleich, die müssen uns helfen. Günther, was haben wir denn vor? Ja, wir fahren jetzt in die Kranichreviere, wo die Familien ihre Jungen führen, hier auf den Wiesen. Und unsere Renner, Anne und Xavier, werden aus dem Bulli springen, wenn die Kraniche gut stehen, die Jungkraniche, und werden versuchen, die zu greifen. Boah, ich bin schon voll gespannt, was mich erwartet. Beim ersten Stopp machen sich alle bereit. Sieht ein bisschen unheimlich aus, aber das ist nur zum Schutz gegen Mücken. Xavier ist unser Hauptrenner. Er ist Wildhüter in Frankreich und Spezialist in Sachen Kranichfang. Günthers Mitarbeiterin im Kranichzentrum, Anne. Sie ist nicht nur Kranichwissenschaftlerin, sondern auch seine erfahrenste Fängerin. Mitmachen werden noch Helfer aus der Türkei. Hier ist ein internationales Team von Kranichexperten am Werk. Warum sind wir dann nicht mit dem Auto weitergefahren? Ja, die Fahrzeuge machen ja schon auch ein wenig Lärm, ein wenig Krach. Und der Weg, der
endet direkt an der Waldkante. Und wenn man vorher nicht weiß, wo die Kraniche stehen und man würde mit dem Auto dort erscheinen, würde man eine Störung machen. Die Kraniche würden sofort verschwinden. Leider war der erste Check am Waldrand ergebnislos. Keine Kraniche weit und breit. Nur Moskitos sind hier jede Menge. Das heißt, für uns geht's weiter. Genau, wir werden jetzt zum nächsten Revier fahren. Dann los geht's. Jeder konzentriert sich auf das Gelände, das an uns vorbeisaust. Wo sind die großen Vögel? Also Kraniche bringen und fangen schön und gut, aber erstmal muss man sie finden und das ist gar nicht so einfach. Da braucht man ein geschultes Auge. Vor allem wissen die anderen, wo sich Kraniche um diese Morgenstunde gerne aufhalten. Auf Wiesen und Feldern. Es ist Frühstückszeit. Jedes Kranichpaar hat sein eigenes Revier. Das sind die bunten Flecken um die Seen herum. Günther kennt sie alle und fährt sie nach und nach mit uns ab. Und plötzlich geht's los. Xavier hat was gesehen. Kranichjunge am Feldrand. Jetzt muss alles schnell gehen. Kraniche haben fantastisch gute Augen. Sie erkennen eine Gefahr aus großer Ferne und verstecken sich unauffindbar. Das Kleine hier ist aber ins Feld gelaufen. Falsche Entscheidung. Warum ich nicht mitfangen kann, weiß ich jetzt auch. Die wehren sich ganz schön. Man muss wissen, wie man sie packt, ohne sie zu verletzen und ohne verletzt zu werden. Xavier, Anne und die anderen Helfer wissen das genau. Sie machen das schon jahrelang. Dann wollen wir mal mit der Beringung beginnen. Oh ja, da liegt da. Wahnsinn. Der hat jetzt also was über den Kopf bekommen, damit er nicht die ganze Zeit das Licht abbekommt und sich ein bisschen beruhigt, oder? Genau. Und wenn er uns jetzt praktisch so nicht wahrnimmt, ist er viel ruhiger. Ja, hey, atmet du schreibst auch bitte ganz gleich. Ruhig. Darf ich mal anfassen? Natürlich. Oh, ganz, ganz nass natürlich. Es regnet ja, aber auch sehr, sehr weich. Sag mal, das ist ein Jungvogel, aber der ist ja schon ziemlich groß, muss ich sagen. Wie alt wird er jetzt ungefähr sein? Der wird jetzt bestimmt schon 7 Wochen, 8 Wochen alt sein. Und sie entwickeln sich sehr schnell. Innerhalb von 10 Wochen sind sie fast so groß wie die Altvögel und erlernen schon das Fliegen. Vor knapp 3 Monaten war der Kleine noch im Ei und lag in einem Nest mitten im Wasser. Kranicheltern sind sehr vorsichtig. An so ein Nest kann sich ein Räuber wie ein Fuchs kaum anschleichen. Das Plätschern würde ihn schnell verraten. Während einer die Eier brütet, checkt der Partner mit seinen superscharfen Augen die Umgebung nach Gefahren ab. Dann wechseln sie sich mit dem Brüten ab. Bei Familie Kranich herrscht absolute Gleichberechtigung. Wenn der Nachwuchs nach 4 Wochen da ist, verlassen die Eltern mit den Kleinen nach nur ein paar Tagen das Nest. Als Nestflüchter gehen die Küken sofort mit ihren Eltern auf Futtersuche. Und weil sie sich noch nicht auskennen, füttern die Großen sie und zeigen ihnen, was genießbar ist. Das können Insekten, Larven, Schnecken, Würmer, aber auch Körner sein. Kraniche sind nämlich Allesfresser. Deshalb wachsen die Kleinen sehr schnell und nach knapp 3 Monaten sind auch ihre Flügel schon ordentlich lang. Die misst Günther. Knapp 50 cm sind sie lang. Das ist absolut im Normalbereich für das Alter. Aber die Prozedur ist noch nicht zu Ende. Günther muss jetzt auch noch wissen, wie viel der Kranich wiegt. Daran kann er erkennen, ob der Kleine auch gesund ist. So, wir sehen, dass der Gesundheitszustand des Vogels scheinbar erstmal gut ist. Der macht einen guten Eindruck. Der ist so groß, dass wir es gar nicht so zukriegen. Wir müssen die Tüte öffnen. Can you open the bag, please? Oh, und wie fühlt er sich an? Kannst du das Gewicht schon abschätzen? Ich würde mal sagen, dass der über 3,5 Kilo auf jeden Fall wiegt. Also eher, das geht auf die 4 Kilo zu. Ich halte ihn mal hoch und du kannst ablesen. Ja, okay. Ja, 3,67 sowas. Ja. Genau wie es sein soll. Jetzt bekommt er einen Metallring mit seiner persönlichen Nummer um den Fuß. Und noch mehr. An jedes Bein kommen 3 farbige Plastikringe. Jeder Kranich bekommt seine ganz eigene Zusammenstellung. So können die Kranichleute auch von Weitem anhand der Farbringe erkennen, um welchen Vogel es sich handelt. Jetzt habe ich nicht gut aufgepasst. Genau, immer eine Hand einfach auf den Vogel lassen. Okay. Wir müssten jetzt auch ganz schnell das Gelände verlassen. Wir machen noch ein Foto von der Ringkombination.
Das macht Hermann. Außerdem notiert er die Daten des Kranichs und überträgt sie später in einen Computer. Damit hat der kleine Vogel sozusagen seinen Personalausweis. So, der große Moment ist gekommen. Wir lassen ihn jetzt wieder gehen. Müssen ihm dann genug Platz lassen, damit er flüchten kann. Deshalb alle müssten hier rüber. Genau, und du kannst jetzt auch schon hierher kommen. Wohin? Einfach hier hinter mir. Okay. Und dann lassen wir ihn jetzt einfach in Ruhe. Ohne Kappe wird er erstmal von der vollen Ladung Licht geblendet. Da weiß er nicht recht, was er machen soll. Aber jetzt. Seine bunten Beinringe kann man tatsächlich ganz gut von Weitem erkennen. Boah, das war ein tolles Gefühl jetzt. Schöner Vogel. Sehr, sehr schön. Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen gleich den nächsten suchen. Wir nehmen uns jetzt ein paar neue Reviere vor. Hier sind wir noch nicht gewesen. Kreuz und quer geht die Fahrt. Immer wieder biegen wir von den Hauptstraßen in einsame Feldwege ab, halten an, checken die Gegend und fahren weiter. Dann lassen sich welche blicken. Da, ganz weit hinten. Günther, warum haben wir die zwei jetzt nicht genommen, die wir da gesehen haben, die Jungkraniche? Die Kranichfamilie stand so dicht an dem Seeufer, also direkt am Schilf. Wenn wir uns denen nähern würden, die wären sofort im Schilf und dann im See verschwunden. Da hätten wir gar keine Chance. Und dann lassen wir die lieber in Ruhe und fahren weiter zum nächsten Paar. Und wir kommen auf jeden Fall zurück und schauen, wo die Familie dann steht. Also ihr merkt, der Günther ist wirklich der Kranichexperte. Der kann genau einschätzen, wann es Sinn macht, sich auf die Lauer zu legen und wann eher nicht. Also weiter geht's. Und wieder. Xavier hat was entdeckt. Ganz ehrlich, ich habe nichts gesehen. Das Kranichjunge hat zwar das Gebüsch erreicht, aber Xavier war schneller. Hätte der Kleine sich ins tiefe Unterholz verkrochen und sich totgestellt, wäre er kaum zu finden gewesen. Jetzt werden ihm die Augen zugehalten, bis der Sack kommt. Mit dem über dem Kopf beruhigt sich der Kranich innerhalb von Sekunden und wir können mit der Arbeit beginnen. Der Kleine hat ein gutes Gewicht und ist gesund. Deshalb bekommt er jetzt die Ringe. Einen von mir. Während ich mit meinem Kranich beschäftigt war, hat auch Anne ein Junges beringt. Jetzt dürfen beide abdüsen. Mal schauen, wie lange es diesmal dauert. Wieder bekommen die beiden volles Licht ab, sodass sie im ersten Moment wie blind sind. Schnell haben sie sich berappelt und ab geht's. Für uns auch ins nächste Revier. Dahin müssen wir eine ganze Weile fahren, aber die lange Fahrt lohnt sich. Günther hat einen Alt- und einen Jungvogel neben einem Kornfeld stehen sehen. Ist es bei dir auch jedes Mal so, dass dein Herz wie wild pumpert, wenn die dann losrennen? Das ist jedes Mal immer das Gleiche. Die Aufregung und Adrenalin sind auf höchster Stufe. Das Hühnermoor. Da! Xavier muss was entdeckt haben. Er hatte mal wieder den richtigen Riecher. Das ist ein erwachsener Kranich. Der ist nicht weggeflogen. Er greift sogar an. Aber Xavier weiß, wie man ihn packen muss, damit er einen mit seinen Krallen und seinem Schnabel nicht verletzt. Kaum hat er den Sack über dem Kopf, gibt er Ruhe. Also dass sie das noch gekriegt haben, das ist ein Typ, oder? Das ist ein Sprinter. Super. Yes. Boah. Anne hat das Jungtier gefangen. Ob Xavier seine Mutter oder seinen Vater erwischt hat, ist schwer zu sagen. Kranichmännchen und Weibchen sehen absolut gleich aus. Das passiert nicht so oft, dass ihr einen Altvogel fangt, oder? Nein, das ist was ganz Besonderes, was Tolles. Und wir dürfen dabei sein. Wie cool ist das denn? Xavier hat ihn nur erwischt, weil er in der Mauser ist und nicht fliegen kann. Alle 3 bis 4 Jahre machen Kraniche einen Federwechsel durch. Wie ist es jetzt gleich, wenn wir den loslassen? Wird er dann auch lieber abhauen oder kann es auch passieren, dass er dann auf uns zurennt? Beides. Dann bin ich mal lieber vorsichtig. Also wir lassen jetzt erst den Kleinen los, damit er dann hoffentlich hinterhergeht und nicht auf uns zurennt. Kranich Junior schleicht sich davon. Achtung, okay, wir lassen Achtung, ihn laufen. Achtung, Achtung. Von wegen Vorsicht und laufen lassen. Der will gar nicht weg. Vielleicht geht's, wenn Xavier ein bisschen nachhilft. Ein bisschen mehr nachhilft und... Oh, das geht aber schnell. Wir gehen jetzt schnell, weil wir wollen sie in Ruhe lassen. Aber das war doch ziemlich cool, oder? Habt ihr den Unterschied gesehen? Der Vater hatte also einen roten Kopf, einen schwarzen Hals
und ganz rote Augen, während der kleine Jungvogel, der hatte einen braunen Kopf. Wir sind insgesamt 189 Kilometer gefahren und kommen zum Ende unserer Kranichsuche. So, wir sind mit dem Beringen fertig für heute. Was für ein erfolgreicher Tag. Wir haben 7 Jungkraniche beringt und einen Altvogel. Ich bin mir sicher, das lag an meinen Glücksbringern, oder? Aber mit Sicherheit, das war wirklich ein perfekter Tag. Das finde ich auch. Was ja so ein bisschen schade ist, Günther, dass man die nie in so einer großen Gruppe sehen kann. Das fände ich ja schon toll. Das stimmt, aktuell ist das schwierig. Aber ich sag dir was, ich lade dich ein, im Herbst, im Oktober zu uns zu kommen an die Küste. Da kannst du 1000 Kraniche sehen. Über 1000 gleichzeitig und vielleicht ist auch eine der beringten Familien dabei. Wirklich? Das hört sich ja super an. Da bin ich auf jeden Fall wieder dabei und ihr natürlich auch, oder? Dann freue ich mich, wenn wir uns im Herbst wiedersehen. Ja, super, finde ich auch. Tschö mit Ö. Tschö. Hallo. Mittlerweile sind ein paar Monate vergangen. Wir haben jetzt Oktober und ich bin hier in Großmoordorf am Kranich-Informationszentrum. Denn irgendwo hier sind sie jetzt, die Kraniche. Nicht nur die, der Günther muss ja auch irgendwo sein und den suche ich jetzt mal. Großmoordorf liegt ganz weit im Nordosten Deutschlands an der Ostsee. Hallo Günther! Da bin ich wieder! Ja, schön, dass du da bist. Ja, die Frage ist, wo sind die Kraniche? Ja, du, die Kraniche warten schon auf dich. Die sind hier ganz in der Nähe auf den Feldern. Ja, dann würde ich sagen, nichts wie hin, oder? Na, lass uns losgehen. Aber auf die Felder direkt gehen wir nicht. Die Kraniche würden uns von beiden sehen und davonfliegen. Wir gehen ins Kranorama, eine Beobachtungsstation. Von hier sehen wir die Kraniche, ohne sie zu stören. Günther, das ist ja der absolute Hammer! Schaut mal, wie viele das sind. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Kraniche auf einem Fleck gesehen. Was schätzt du, wie viele da jetzt stehen? Wir haben jetzt hier auf den Wiesen bestimmt 2000 Kraniche. 2000 Kraniche. Und hört mal hin, die Trompeten auch. Ganz genau, die unterhalten sich, wo hier gerade viel zu fressen ist und was sie fressen. Und wo kommen die jetzt alle her? Das sind alles Vögel, die aus Skandinavien kommen, also vor allen Dingen aus Schweden. Ja, und die machen hier jedes Jahr ihre Zwischenreise. Die meisten Kraniche brüten im Osten und Norden Europas. Besonders viele gibt es in Schweden und Finnland. Aber auch zu uns nach Deutschland kommen jedes Jahr fast 6000 Paare, um für Nachwuchs zu sorgen. Bis zum Herbst bleiben die Kranichfamilien unter sich. Aber dann sammeln sie sich zu großen Gruppen. Ein Ort dafür ist die Gegend um Großmoordorf. Manche Kraniche fliegen nur bis Spanien, andere bis zu 5000 Kilometer weit. Sie überwintern dann in Afrika. Sie müssen fliegen, es ist ihnen angeboren. Im Oktober fangen sie an, in die Winterquartiere zu ziehen. Instinktiv wissen sie, dass die Winter in Spanien und Afrika mild sind und sie dort genügend Futter finden. Im Frühjahr treibt es die Zugvögel automatisch wieder in den Norden. Hier sind die Lebensbedingungen für Kraniche viel besser, vor allem um ihre Jungen zu bekommen. Und warum treffen die sich gerade hier alle? Weil sie hier alles haben, was sie brauchen. Ein tolles Schlafzimmer, nämlich 10 bis 20 cm tiefe Wasserbetten. Kraniche legen sich nicht hin, sie schlafen stehend. Und das auch noch im Wasser. So können sich nachts Feinde nicht so leicht an sie anschleichen und sie fühlen sich sicher. Morgens nach dem Aufwachen verlassen dann Tausende von Kraniche ihre Wasserbetten und fliegen auf die nahegelegenen Felder. Hier wird der Tag mit Fressen, Dösen und Unterhaltung verbracht. Das ist wie Tischlein deck dich. Hier finden sie gut Nahrung auf diesen landwirtschaftlichen Flächen und insofern haben sie ein Paradies an der Ostseeküste. Die tanzen auch. Also hier finden sich manchmal auch Paare, die dann vermutlich ein Leben lang zusammenbleiben. Was für uns die Hochzeit ist, ist für die Kraniche der Tanz. Damit sagen sie sich, dass sie zusammengehören. Wenn mehrere Kraniche zusammen tanzen, sind sie oft auf Brautschau. Wer am besten tanzt, hat auch die größten Chancen, einen Partner zu finden. Dabei sind die Mandschurenkraniche in Japan die besten und elegantesten Tänzer von allen. Können die Jungvögel denn genauso gut fliegen wie die Altvögel? Ja, sie fliegen eigentlich schon genauso gut, manchmal noch nicht ganz so sicher, wenn irgendwelche Hindernisse im Weg sind. Aber da haben sie ja jetzt genug Zeit zu üben. Ja, das müssen sie. Und zu den Flügen habe ich jetzt noch ein paar tolle Infos für euch.
Auf ihrem Weg in den Süden müssen einige Kranichgruppen sehr weit fliegen, bis sie ihr Ziel erreichen. Mit großen Entfernungen kommen sie ganz gut klar. Sie sind starke und ausdauernde Flieger und können sogar im Notfall bis zu 2000 Kilometer ohne Pause zurücklegen. Schaut mal, das ist so viel, wie wenn man vom Norden Deutschlands in den Süden fliegt und dann wieder zurück. Diese langen Strecken schaffen sie, weil sie einen guten Trick haben. Sie fliegen in V-Formation. Einer fliegt hinter dem anderen her. Nur der erste an der Spitze fliegt voll gegen den Wind. Alle anderen sind im Windschatten ihrer Vordermänner. So sparen sie sehr viel Kraft. Und mit ihren Trompetenschreien klären sie, wer von den Hintermännern als nächster an die Spitze muss und wo es lang geht. Auch wenn sie kraftsparend unterwegs sind, fliegen sie am liebsten nicht mehr als 100 Kilometer am Tag. Dann landen sie auf einer der Kranichraststätten, einer schönen ruhigen Wiese oder einem Feld, fressen, ruhen sich aus und fliegen dann weiter. Oh, jetzt starten ein paar. Das sieht schon echt cool aus, wenn die so fliegen und sich so gleiten lassen. Woher wissen die denn eigentlich, wann es losgeht im Süden? Du, das machen die so ein bisschen von der Wetterlage abhängig. Wenn sie Rückenwind haben, fliegen sie am liebsten los, weil der schiebt sie in den Süden und sie können ganz viel Energie sparen. Wenn du die jetzt so anschaust, würdest du sagen, die bleiben noch ein paar Tage oder sind die schon unruhig und starten bald? Du, die sehen im Moment ziemlich relaxed aus, aber für mich ist das Stichwort, ich müsste jetzt eigentlich wieder los. Oh, schade. Aber trotzdem vielen Dank. Ich habe eine Menge gelernt. Vor allem das Bringen fand ich ja ziemlich cool. Sehr gut. Ich hoffe, ich sehe dich wieder, genau wie die Kraniche jedes Jahr. Bestimmt. Nächstes Jahr wieder. Bis dann. Tschüss, mach's Günther. Gut. Tschüss. Ich beobachte jetzt noch ein bisschen weiter und für euch gibt es so lange meinen Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Ich habe mich um 5 Uhr morgens mit Günther verabredet, um mit ihm Kranichjunge zu beringen. Zuerst mussten wir viel durch die Gegend fahren, bis wir welche gefunden hatten. Doch dann ging alles sehr schnell. Mit einer Affengeschwindigkeit mussten die Fänger den Kranichen nachjagen. Gut, also dass sie das noch gekriegt haben. Xavier war unser bester Fänger und ich hatte dann alle Hände voll zu tun. Wir haben 7 Jungkraniche beringt und einen Altvogel. 3 Monate später habe ich sogar noch mehr Kraniche gesehen. Wow! Ja. Günther, das ist ja der absolute Hammer! Schaut mal, wie viele das sind! Hier an der Ostsee versammeln sich jedes Jahr mehrere tausend Kraniche, bevor sie weiter in den Süden ziehen. Ich hatte großes Glück, dass ich sie bei ihren Tänzen beobachten konnte. Bald machen sie sich auf den langen Weg zu ihren Winterquartieren in Spanien und Afrika. Und das absolut geordnet, einer hinter dem anderen. Schöner Vogel, sehr, sehr schön. Die ersten fliegen los. Und dieses Ereignis hat auch schon vor fast 250 Jahren Friedrich Schiller so fasziniert, dass er in einer seiner Balladen die Kraniche des Ibikus davon erzählt. Nichts regt sich um ihn rum, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin in des Südens Wärme in graulichten Geschwader ziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die